Es ist eine Nachholpartie des zweiten Spieltags. Bad Königshofen gegen den TTC Neu-Ulm. Dieses Match also jetzt hier in Bad Königshofen vor einigen Fans, die mit dabei sein durften, trotz Corona. Und die machten auch ordentlich Rabatz. Philipp Zeliko gegen Emmanuel Lebesson. Das Spiel, in dem wir jetzt gerade sind. Insgesamt sind wir eingestiegen beim Stand von 1:0 für Bad Königshofen. Zeliko jetzt hier gegen Lebesson auf Hochtouren. Gucken wir nochmal hier aus dieser schönen seitlichen Perspektive. Da sieht man nochmal die ganze Dynamik des Spiels. Philipp Zeliko nach 1:2 Rückstand jetzt mit Satzbällen gegen den Franzosen. Und er schafft's in den fünften Satz. Die Fans stehen auf, Standing Ovations für Philipp Zeliko, der jetzt hier drauf und dran war mit Wahnsinnsbällen. Mit wirklich geilen Schlägen Emmanuel Lebesson in die Schranken zu weisen. Und das wäre schon eine Überraschung. 10:6 tatsächlich jetzt im fünften Satz. 4 Möglichkeiten, das Match zu beenden. Und dann war es passiert. Wahnsinnsspiel von Philipp Zeliko, der hier Bad Königshofen mit 2:0 in Führung bringt. Dann das Duell zwischen Abdelkader Salifu und Thiago Apollonia. Salifu, der ja vor der Saison eben aus Neu-Ulm nach Bad Königshofen gekommen ist. Aus der Halbdistanz, ja, ist er macht. Kennt also seinen Gegner Thiago Apollonia auch aus dem Training bestens. In diesem Match aber war Thiago Apollonia der Routinier, der Mann mit der besseren Übersicht. Wir sehen es gerade hier auch schön platziert, mit der Vorhand eröffnet. Und dadurch kommt dann Apollonia eben in den Angriff und hat die Chance dann auch die entscheidenden Punkte zu machen. 7:5 im dritten jetzt. Auch hier wieder gut gespielt. Einfach mehr Sicherheit auch in den Schlägen an diesem Tag bei Thiago Apollonia. Hier nochmal diese Szene. Und dann 5 Matchbälle für den Mann vom TTC Neu-Ulm. Und mit Gewalt und ein bisschen Übersicht vor allen Dingen. Aber ein richtig gutes Spiel. Eben der Anschluss jetzt durch Apollonia für Neu-Ulm. Basti Steger gegen Emmanuel Lebesson. Basti Steger hatte ja im ersten Einzel sein Team in Führung gebracht. Jetzt der Franzose, der auf Wiedergutmachung aus war, nachdem er gegen Philipp Zeliko sein erstes Einzel verloren hatte. Schöne Rallye hier von beiden Spielern. Und dann kann Basti Steger mit seiner Rückhand den entscheidenden Punkt setzen hier. Das ist einfach unglaublich gut, dann auch in diesem Topspin-Duell mit der Rückhand gegenzuziehen. Die Rückhand ja bei Basti Steger ganz klar eine seiner absoluten Stärken. Aber auch Ballonabwehr kann er gut. Auch wenn dieser Ball hier daneben geht. Wir springen in den dritten Satz. Da Lebesson weggezogen. 10:3. Und tatsächlich schon mit 3:0 ein klares Ergebnis hier. Der Ausgleich wiederum für die Gäste aus Neu-Ulm. 2:2. Jetzt sollte also das Doppel entscheiden. Wladimir Sidorenko und Thiago Apollonia im rot-schwarzen Dress für Neu-Ulm gegen Zeliko Salifu hier im Weltvordergrund. Tolle Reaktion von Philipp Zeliko. Das Duo aus Neu-Ulm hatte den ersten Satz gewonnen. Topspin von Apollonia. Eine passende Antwort. Und wir springen jetzt in den fünften Durchgang. 11:10. Entschuldigung, natürlich nicht in den fünften Durchgang. 11:10, natürlich im zweiten Durchgang. Schon ganz durcheinander hier. Aber war eben ein spannendes Spiel. Es ging hin und her. Jetzt aber der Sprung in den vierten Satz. Und auch hier sehr schön gespielt von Sidorenko, der gar nicht viel macht, sondern einfach nur den Schläger hinhält, den Ball aber gut platziert. Und da kann eben dann
Celico nicht mehr ausweichen. Jetzt 9:9 im vierten. Wieder eine schöne Rallye, aber dann leicht verzogen hier von Salifu. Wir gucken nochmal. Setzt da die Vorhand ein bisschen falsch an und dann fliegt der Ball weiter. Es blieb weiterhin aber spannend. Wir sehen es links unten am Ergebnis und dann das Ding von Apolonia im fünften Satz. 11:10 für Apolonia Sidorenko. Matchball jetzt im fünften. Enger geht's nicht. Ein echter Krimi zwischen diesen beiden Teams. Matchball also jetzt für Neu-Ulm. Und dann ist es passiert. Salifu schiebt ins Netz. Natürlich enttäuscht, aber es war ein echtes, krasses Spiel. Richtig viel Spannung drin. Am Ende gewinnt hier Neu-Ulm knapp mit 3:2. Ja, wir waren sehr nah dran am Sieg, sagt hier Abdelkader Salifu. Zunächst muss ich sagen, wir sind gut reingekommen. Nachher, ja, leider mal in die Lage einstecken müssen. Das Doppel war dann sehr unglücklich. Schade, dass wir heute verloren haben, aber wir geben alles, um das nächste Mal dann ja, besser abzuschneiden. It was long double at 2-2 and we weren't able to win it, unfortunately. Ja, es war nur noch ein, zwei Punkte, die gefehlt haben, um hier zu gewinnen. Leider hat es am Ende nicht geklappt. Das muss ich aber danke sagen an die Fans, die uns toll unterstützt haben hier. Und wir hoffen, das nächste Mal können wir einen Sieg schenken. Ja, ich würde sagen, dass wir am Ende glücklichere Gewinne waren. In Mitte oder am Anfang hat das nicht danach ausgesehen. Ich bin absolut zufrieden, weil wir gehen jetzt in unser erstes Heimspiel gegen Saarbrücken und das war wichtig mit einem guten Punktenkonto ins Spiel zu gehen.